Hi Leute, grüß euch, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter mit der Serie mit dem 5er-Splitplan und zwar geht es weiter um das Thema Beine und Waden. Seid gespannt, schaut euch erstmal wieder an, was ich gemacht habe, danach gibt es die Erklärung. We'll be right back.
Trainingseinheiten, die Beintrainingseinheiten bekommen. Das war dann auch mein kompletter Fünfer-Split und jetzt kriegt ihr noch die Erklärung. Und zwar angefangen mit der Übung Kniebeuge, auch wieder im Pyramidensystem, wie immer, kennt ihr halt schon von mir, in den Wiederholungsbereich 12, 10 und 8. Wichtig bei der Kniebeuge, beugt richtig, richtig tief. Damit euch das gelingt, die meisten stehen nämlich kerzengerade und auch nicht in einer leichten V-Form, empfehle ich euch erstens mal diese leichte V-Form von der Fußstellung einzunehmen und nicht immer unbedingt nur schulterbreit, sondern geht es ruhig mal breiter, wirklich breiter, dann werdet ihr merken, ihr kommt tiefer. Und was ich auch immer sehe, das ist jetzt euer Körper, die meisten stehen so, hier hinten liegt die Stange, hier liegt die Stange, hier sind wir schon abgeklebt. Damit ihr sauber steht, müsst ihr hier gerade stehen, so steht sie hier, mit der Stange hier am Nacken. Bevor ihr aber runterbeugt, kippt ihr eure Hüfte nach hinten und dann geht sie in den Keller. Und dann merkt ihr auch, ihr kommt viel, viel tiefer, trotz geradem Rücken. Das ist das A und O, wenn ihr merkt, ihr knickt es unten ein, hört sie auf. Aber mindestens der 90-Grad-Winkel sollte drin sein. Am besten noch viel tiefer, also es gibt kein zu tief Beugen. So tief wie möglich, am tiefsten Punkt gibt es den Deadstop, der stoppt es komplett, Rucksprung raus und dann wieder nach oben. Und bei den meisten wird das jetzt auch bedeuten, erstmal 20 Kilo runter vom Gewicht. Weil ich sehe viele so beugen, 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 beugen. Das bringt auch was, aber nicht zu viel. Weil einfach zu viel Ruck und Schwung dabei ist, ist gut vielleicht für Maximalgewichte, dass man sie unten rausbauen, dass man diesen Schwung mitnimmt. Aber wenn man jetzt optimal den Muskel stimulieren will, den Muskelwachstum und vor allem Transformation, empfehle ich das euch so zu machen, wie es euch gerade erklärt habe. Als nächste Übung haben wir den Beinstrecker gemacht. Beinstrecker geht zu beachten, streckt es bitte nie voll durch. Das sehe ich immer wieder. Ist ein absoluter Killer auf lange Sicht für die Knie. Hier geht es runter und geht es maximal zu diesem Punkt. Wichtig, schöne, langsame, saubere Bewegung. Dann habt ihr auch optimalen Punkt. Und beim Beinstrecker können wir auch ruhig höher gehen. Da habe ich ebenfalls drei Sätze gemacht mit 15, 12 und 10 Wiederholungen. Theoretisch kann man auch mit 20 Wiederholungen 15 und 12 anfangen. Zum Beispiel geht auch zum Ausprobieren. Wenn man weiß, was man tut, macht es so wie ich. Das reicht, dann habt ihr zwei verschiedene Wiederholungsranges auf dem Quad direkt drauf und das ist optimal. Zudem kriegt ihr mit der nächsten Übung sowieso auch nochmal auf die Mütze und zwar die Ausfallschritte. Hier ebenfalls die Pyramide, aber in einem niedrigeren Wiederholungsbereich 10, 8 und 6. Hier habe ich den Bulgarian Split Squats gemacht, also einbeinig und aufladen auf der Bank. Hierbei würde ich auch so tief runtergehen, dass das Knie, wenn was der Boden ist, hier aufsetzt. Und dann kommt sie auch ohne Ruck und Schwung, wenn ihr gestoppt habt, wieder sauber hoch. Schöne, saubere, langsame Bewegungen. Wenn man bei der Übung richtig steht, kann man nicht viel falsch machen. Sucht euch eine Position, dass es angenehm ist, wie ihr hoch und runter geht. Und vor allem nicht irgendwie komplett unbequem wird mit der Stange im Nacken und die Fußstellung zur Bank nicht passt. Also ihr müsst schon ziemlich breit auseinander stehen, dass ihr sauber runterkommt. Probiert es so aus, übertreibt es nicht bei der Übung und wirklich nur so viel Gewicht, dass ihr es sauber bewegen könnt. Mit der Übung haut man natürlich nochmal voll auf den Quad, unter anderem der Beinbeuger wird voll mit aktiviert schon und der Knüppel ist der Arsch auf dem Deutsch auf. Also ist die beste Voraussetzung, wenn das Ding schon warm ist, hauen wir den Beinbeuger hinterher. Ebenfalls dann in dem Wiederholungsbereich wie auf dem Beinstrecker, also wie ihr es euch aussucht. Ich habe jetzt wieder die 15, 12 und 10 gemacht, auch die drei Sätze. Beim Beinbeuger gilt zu beachten, ihr fangt ja oben an, ihr geht es langsam runter und wenn ihr ganz hinten seid beim Beuger, haltet das dann. Haltet es gegen, sauber wieder raus und wieder sauber zurück. Arbeitet schön langsam, konzentriert, schult eure Muscle-Mind-Connection, dann kommt es rein in den Muskel, habt einen optimalen Punkt und dadurch auch optimale Ergebnisse. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch die Waden befeuert. Da könnt ihr euch eigentlich irgendwo aussuchen, entweder macht ihr zwei Sätze oder so. Ich habe jetzt eine gemacht mit vier Sätzen, die Wadenmaschine im Sitzen. Da bin ich etwas höher gegangen vom Wiederholungsbereich, weil Waden sind lang ausdauernde Muskeln, die springen im höheren Wiederholungsbereich oftmals besser an. Und hier gleich mal vorneweg, bei jedem können Waden wachsen. Das ist ein absolutes Gerücht, das ist Schwachsinn, der erzählt, man hat Waden oder man hat sie nicht. Es gibt sehr, sehr viele Techniken, wer es genauer wissen will, sprecht mich an, ich kann es euch erklären, wie man die Waden zum Wachsen bringt. In meinem Fall war es jetzt quasi der Wiederholungsbereich 20, 15, 12, 10. Damit komme ich optimal zurecht und der Trick an der Sache ist, hier ist dieses Brett, hier stehe ich quasi mit dem Gelenk vom großen Zeh drauf, ich kippe nach oben und gehe wie eine Ballerina auf die Spitze, die meist mal noch hoch, das war's. Ich gehe hier runter, nehme den Stretch mit und gehe bis auf die Spitze, hier oben wird gehalten und wirklich gehalten, haltet hier mindestens die Sekunde und sauber wieder zurück in den Stretch und hoch. Wiederholst das Spiel und
ihr könnt es auch unterschiedlich ansteuern. Entweder macht es sogar einbeinig, wenn ihr irgendwo eine Disbalance oder Schwäche habt, oder mit beiden und versucht es mit dem Schwächeren, wenn der rechte schwach ist, hier mal mehr zu drücken wie links. Funktioniert auch gut. Ja, und wenn das Ganze gefallen hat, tragt es euch gerne unten ein für mein Hardcore Muscle Coaching. Da gibt es viel, viel mehr solche Tipps. Da nehme ich euch direkt 1:1 an die Hand. Und dann steht immer voll nichts mehr im Wege. Lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Also, dann ist Ende mit der Serie. Es geht bald mit was anderem wieder weiter. Seid gespannt, was kommt. Ich wünsche euch was. Bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao.